Würste und Mentos in Cola ist das Ganze keine spannende chemische Reaktion, sondern ein physikalischer Vorgang. Cola enthält Kohlensäure. Kohlensäure ist nur sehr schlecht löslich in Wasser. Das erkennt man auch, wenn man ein kohlensäurehaltiges Getränk in ein Glas schüttet, dann steigen sehr viele Bläschen auf. Diese Bläschen bestehen aus Kohlendioxid. Wirft man jetzt nun Mentos in das Cola, bilden sich auf diesem Mentos Kohlendioxidbläschen, die dann aufsteigen. Dadurch wird ein Druck in der Flasche erzeugt und das ganze Cola kann ausbrechen. Theoretisch würde das natürlich auch mit anderen kohlensäurehaltigen Getränken wie Mineralwasser funktionieren. Allerdings ist der Effekt bei Cola weitaus größer. Der Grund dahinter ist, dass Cola Zucker enthält. Der Zucker senkt die Oberflächenspannung des Wassers und die Kohlendioxidbläschen können sich leichter bilden und auch leichter aufsteigen. Noch besser funktioniert es mit Cola Light, denn hier ist kein Zucker enthalten, sondern Aspartam und das senkt die Oberflächenspannung noch weiter. Der Grund, warum Mentos so gut geeignet ist, um darauf die Kohlendioxidbläschen zu bilden, ist dieser, dass das Mentos außen rau ist, obwohl es für uns nicht so erscheint. Allerdings hat es sehr viele ganz kleine Unebenheiten und diese begünstigen die Bildung dieser Kohlendioxidbläschen. Theoretisch kann man auch andere Stoffe verwenden, welche eine große Oberfläche besitzen. Zum Beispiel Sand oder wir haben auch noch einige schöne andere Pulver vorbereitet. Ein weiterer Grund ist, dass das Mentos schnell in der Flüssigkeit absinkt und wenn sich die Bläschen am Boden bilden, steigen sie auf und können sich durch das Aufsteigen vergrößern. Das heißt, der Stoff, auf dem sich die Kohlendioxidbläschen bilden, muss auch schnell absinken. Außerdem besitzt Mentos einen Überzug aus Gummi Arabicum. Und dieser hat denselben Effekt wie Zucker oder das Aspartam und senkt ebenfalls die Oberflächenspannung im Cola. Mein Kollege erklärt nun, warum, wie aus der Kohlensäure dieses Kohlendioxid entstehen kann. Wie von meiner Kollegin schon gesagt, ist Kohlensäure eine sehr instabile Verbindung und liegt eigentlich kaum so vor. Sie steht im Gleichgewicht mit CO2 und Wasser. Die Herstellung kohlensäurehaltiger Getränke kann dadurch nur erfolgen, indem man CO2 mit hohem Druck in die Flasche hereinpresst. Wir können ja mal den Unterschied zwischen Mineralwasser und Cola demonstrieren. Warte. Hallo, ciao. Ist schon besser.